Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu die Sims 4. Ja, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir das hier alles umgebaut und haben für Layla und Co. die neue Etage eingerichtet. Und Layla darf sie jetzt mal gleich einweihen. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich diese Etage. Einen Augenblick. Ja. Kriege ich denn die Tür überhaupt? Ach, ist hier gar keine Tür drin? Doch, hier müsste eine Tür drin sein. Ist hier nur so ein Bogen? Nee. Eigentlich müsste hier eine Tür drin sein. Warte, wir switchen mal kurz rein. Ja, das ist, für alle außer Layla. So, ich hoffe, habe ich jetzt die? Tür aufschließen, das war nämlich die falsche. Tür abschließen für alle außer Layla abschließen. Und dann hier. Johnny Zutritt erlauben, genau. Kommen nämlich auch nur Johnny und das, ja, nur Johnny, und Layla dann hier rein. Ups, jetzt habe ich euch viel zu hoch geholt die ganze Zeit, es tut mir leid. Kannst du mal gleich in euer traut dich einem Glück allein und gleich mal ein bisschen kochen? Ich will mal gucken, du hast Kochen Level 1. Ach hey, du machst jetzt einfach mal einen Gartensalat. Nee. Du kochst jetzt mal Grillkäse für 2. Und Lela? Kommst du da nicht durch, weil Johnny da steht, oder wie? Warum bist denn du jetzt schon wieder angespannt? Sag jetzt. Gefühl der Unsicherheit wegen Merfe. Sein Schatz ist doch bei dir. Hier, gucke doch mal. Wir können ihn einfach mal bitten, Baby zu fühlen. Wenn er da fertig ist, natürlich. Trinkst du erstmal einen schönen Kaffee. Ja, Größe des Fernsehs beschwert. Dann scheint der Fernseher nicht groß genug. Und aus reinem Protest muss ich jetzt kurz einen Cheat anwenden. Und zwar den Cheat bb.moveobjects. MoveObjects Cheat is on. Damit ich den großen Fernseher. Warte mal. Das tut mir echt leid. So, jetzt kann ich euch wieder ranholen. Denn durch diesen Cheat kann ich das hier machen. Ja. Nein, aber das meinte ich so gar nicht. Und zwar könnt ihr das hier in euer Schlafzimmer stellen. Genau, aber das war jetzt eigentlich nicht Sinn und Zweck, sondern dass wir einen größeren Fernseher für euch beide kaufen. Denn der ist Layla, ja, anscheinend nicht groß genug. Mit der Taste 9 stelle ich. Nee, warte, ich mach das anders.
kaufe mir den kleinen hier und mache den einfach durch das Drücken der Shift-Taste und diesen komischen Taste, neben der Zurück-Taste. Ja. So, und schon sollte der Fernseher, denke ich, groß genug sein. Und dann starten wir. Ich bin mal gespannt, ob in dieser Folge das Baby kommt. Oh nein. Ach, wollte gerade sagen, ich dachte gerade schon. Nein, es ist mein Spiel wieder kaputt. Wanna be sugar? Dugga do? Buddy do? Do? Ich bin mal gespannt, wann es soweit sein wird. Vielleicht kommt leider tatsächlich in dieser Folge das Baby noch. Das sage ich jetzt aber seit 3 Folgen oder so. Aber sie sieht einfach so extrem aus. Dashi Magwabra. Shore Adanith. Ich war da Barbina. Weißt du, ich habe so eine Schatzkarte gefunden. Und ich zeige so einen Schatz, wo der Schatz liegen könnte. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Apropos Fähigkeiten. Da wollte ich gleich mal gucken. Also, Leila, du hast Charisma 2, Comedy 1, Fitness 1, Kochen 1, Logik 2 und Mixen 1. I can answer this. I'm like a juju. Susu. Eva Hannah Bufred. Was machst du denn eigentlich? Ach, du isst schon. Okay. Und du? Du hast jetzt Spaß und sozial, denn dann rede doch mit ihr. Hä? Hallo? Oh, the Scrubble. Oh, the Scrubble. Oh. Kannst du einfach mal Fernsehen gucken? Willst denn du hin? Ach, du willst tanzen. Das hatte ich ja fast vergessen. Ganz knapp hätte ich das vergessen. Ich brauche hier oben Musik. Und dazu brauche ich Lampen. Lampen, wenn ihr seht, was hier vorgeht. Was hier vorgeht. Wir nehmen einfach die Lampen, because die Lampen sehr einfach und not so teuer. The money we have, yes. We have, yes. 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 Also ich denke, ihr könnt jetzt alles erkennen. So, das waren jetzt 2000 Simoleons. Simoleons. Musikanlage. Das können wir einfach mal über den Fernseher. Über ein Dings nehmen und der liebe Johnny. Da kann jetzt hier mal ein bisschen Fernsehen gucken. Also mal den Action-Kanal gucken. Sollte das überhaupt möglich sein mit dieser Riesenglatze? Ja, tatsächlich ist. Was ist meine Maus steht? Scheiße. Oh nein, gleich stürzt bestimmt mein Spiel wieder ab. Ich speichere lieber vorher ab.
sind, sonst haben wir die Schwangerschaft und alles nicht drauf, weil es ist ja jetzt hier alles voraufgenommen. Also, meine Aufnahmesession. Wo ist jetzt die Scheißmaus schon wieder? Och, da steht sie. Seht ihr das? Jetzt. Danke. Das finde ich sehr nett von dir. Is that piece on Eddie? No surprises, man. Wenn ihr schon hier. Und du wirst jetzt mal. Du wirst jetzt mal ein bisschen hier Computer. Right? Zwar kannst du ja mal ein paar Samen kaufen. Ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Und zwar kaufen wir Blumen. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Kaufen wir mal. Oh, hallo? Achso. Zwei Früchte für Einsteiger. Zwei Gemüse für Einsteiger. Zweimal Kräuter für Einsteiger. Dreimal. Let's see. Surprise, was wollen wir? So, kannst du die gleich mal bestellen? Leila, was machst du? Du trinkst in der Schwangerschaft. Was ist denn das? Ach gut, Orangensaft. Wollte gerade sagen, du trinkst in der Schwangerschaft Alkohol. Das wäre hier das Allerhöchste, ne? Ich warte übrigens um die Sims. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, aber ich warte auf die Option, rauchen zu können. Ich finde, das fehlt so ein bisschen. Was ist das denn da hinten? Baustelle oder was? Nein, reisen möchte ich jetzt nicht. Ich will mir nur mal angucken. Was ist das denn jetzt? Reisen können wir auch mal, aber das ist mache ich erst, wenn Leila das Kind bekommen hat. Das ist mir nämlich zu... Wo ist denn Leila überhaupt? Sie wird immer fetter, habe ich das Gefühl. Ja, wann gehen wir denn nicht mit? Kannst jetzt mal einschalten und zwar kannst du die Lautstärke ändern. Und zwar auch hoch. Aber ich fand es schön, dass sie jetzt so ihre eigene Etage haben. Dass sie zwar trotzdem noch so mit dem sowas sind Momente, die vergisst man einfach nicht aus Sims. Die Schwangere tanzt zu so einem schönen Lied.